Tenet. Windparks in der Nord- und Ostsee leisten einen wichtigen Beitrag für die Energiewende in Deutschland. Mithilfe von sogenannten Offshore-Netzanbindungen wird der auf See erzeugte Strom in das Übertragungsnetz an Land eingespeist und von dort zu den Verbrauchern transportiert. TenneT hat bereits 12 solcher Netzanbindungen in Deutschland realisiert und bis 2030 werden noch viele weitere hinzukommen. Eine davon ist Dolvin 6. Mit einer Übertragungskapazität von 900 Megawatt wird Dolvin 6 rein rechnerisch 1 Million Haushalte mit grüner Energie versorgen können. Das Herzstück dieser Netzanbindung ist die Offshore-Plattform Dolvin Kappa. Sie wird zurzeit hier im spanischen Cadiz gebaut und wenn ihr genau hinschaut, dann könnt ihr sie hinter mir entdecken. Ich will mir das Ganze natürlich genauer ansehen und treffe mich dafür gleich drüben in der Werft mit Daniel Birkenstock, dem Projektleiter von Dolvin 6. Aber so geht das natürlich nicht. Auf geht's! Hey Daniel! Hi Anjuli! Wir stehen hier unter einer ziemlich großen Stahlkonstruktion. Erklär mir doch mal bitte, was ist das genau? Ja, wir bauen bei TenneT ja Offshore-Netzanbindungen, die den Windstrom aus der Nordsee an Land transportieren. Und das hier ist die Unterkonstruktion einer dieser Anbindungen, nämlich unserer Dolvin 6-Plattform, die wir hier gerade in Cadiz bauen. Und was ist denn die Hauptaufgabe von so einer Plattform genau? Ja, die Plattform sammelt den Strom ein von mehreren Windparks, im Fall von Dolvin 6 von 3 verschiedenen Windparks, die Strom erzeugen offshore, wandeln den um von Drehstrom in Gleichstrom, um ihn dann an Land zu übertragen. Wie funktioniert das denn technisch überhaupt? Ich würde sagen, das zeige ich dir am besten in der Topside selber. Lass es mal hingehen. Dann mal los. Ich kenne unsere TenneT-Plattform bisher immer nur von Bildern. Und jetzt, wo ich daneben stehe, fühle ich mich richtig winzig. Wie groß ist die Plattform? Ja, also wenn du sie dir jetzt anguckst, unsere gelbe Kiste hier ist 36 Meter hoch. Und du kannst dir das so vorstellen, du hast ja eben das große Jacket noch da hinten gesehen. Ne? Wenn wir das jetzt unten drunter stellen, dann sind wir oben, wenn wir nachher oben drauf stehen, 75 Meter über dem Boden. Über dem Meeresboden dann natürlich am Ende, ne? Wenn es auch schon installiert wird. Und von der Fläche her könntest du oben auf dem Topdeck 11 Tennisfelder aufbauen. Zur Größe kann ich dir sogar noch sagen, es ist eher eine unserer kleineren Plattformen. Aber sie wiegt trotzdem einiges zusammen. Jacket und Topside beides zusammen, 17.000 Tonnen. Das ist schon ein bisschen was zum Hochheben. Können wir denn eigentlich mal reingehen und uns das von drinnen anschauen? Ja klar, du siehst ja hinter uns ist ein Treppenhaus, also lass uns hingehen. Das ist meine große gelbe Kiste. Jetzt lass mich raten, hier kommen bestimmt die Kabel von den Windrädern an, oder? Ja genau, und zwar kommen die hier über diesen großen Bogen in den Raum rein. Und dann siehst du ja da hinten, da haben wir in diesen drei roten Kästen, das sind Muffen. Da haben wir schon letztendlich alles vorbereitet, sodass wir dann das Seekabel nur noch mit den Muffen verbinden müssen. Und dann geht es hier auf der Plattform weiter mit Kabeln. Die sind alle schon vorinstalliert und vorbereitet, sodass wir auch schon weniger zu tun haben. Und wo es dann weiterhin geht mit dem Strom, das zeige ich dir im nächsten Raum. Ja, Anjuli, hier siehst du die gasisolierte Schaltanlage, die wir auf der Dolvin Kappa installiert haben. Und das ist der Punkt, wo letztendlich die Energie zusammenkommt von den Windparks. Du siehst da vorne, siehst du die Kabel? Das sind genau die Kabel, die wir eben eine Etage tiefer gesehen haben, wo sie ankommen von den Windparks, verbunden werden. Und die kommen jetzt hier zusammen, werden hier in der Sammelschiene gebündelt. Und von da geht es dann weiter Richtung Land. Und der nächste Schritt ist der Transformator und den können wir uns im nächsten Raum angucken. Okay, also das kommt mir jetzt hier schon ein bisschen bekannter vor. Ich glaube, ich habe das schon mal in einem Umspannwerk gesehen, aber viel kleiner. Ja genau, das ist einer von den beiden Transformatoren, die wir hier auf der Plattform haben. Und die brauchen wir, um die Spannung, die vom Windpark kommt, nämlich die 155 kV, auf 362 kV umzuspannen. Nämlich die Spannung, die unser Konverter am Ende braucht, um daraus die Gleichspannung zu erzeugen von 320 kV, die am Ende auf dem Kabel drauf sind, die das Richtung Land geht. Und am Ende ist das nichts anderes als das, was du auch aus dem Umspannwerk an Land kennst. Ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, aber dieselbe Technologie. Nicht schlecht, dann fehlt uns jetzt eigentlich nur noch der Konverter, oder? Ja, genau. Und den gucken wir uns jetzt als nächstes an. Das ist der Konverter. Das ist die Anlage, wo die Umwandlung stattfindet vom Drehstrom, der von den Windparks kommt, zum Gleichstrom, der dann Richtung Land weitergeht. Und das ist letztendlich das zentrale Herzstück der ganzen Plattform hier. Was ist denn eigentlich das Besondere an dieser Plattform hier?
Also wir setzen hier zum allerersten Mal eine gasisolierte Schaltanlage ein. Und zwar nicht so eine, wie du schon gesehen hast. Die sieht zwar recht ähnlich aus, weil sie halt auch eine gasisolierte Schaltanlage ist. Aber sie funktioniert halt nicht auf der Drehstromseite, wie die bisherigen Schaltanlagen, die du gesehen hast. Sondern wir haben zum ersten Mal eine, die auch auf der Gleichspannungsseite ist. Und da können wir uns einen kompletten Raum in der Plattform mitsparen. Gasisolierte Schaltanlagen, Transformatoren, eine sehr beeindruckende Konverterhalle. Wo sind denn eigentlich die Unterkünfte? Ja, die gibt es hier auf der Plattform nicht, weil wir bauen unsere Plattform direkt neben der Dolby Beta Plattform, verbinden das Ganze mit einer Brücke, sodass wir uns viele Sachen halt sparen können, Hilfsaggregate, die hier auf der Plattform nicht benötigt werden, weil wir halt eine Verbindung schaffen zu der vorhandenen Plattform. Und wo die am Ende ankommt, das zeige ich dir gleich. Ja, schau, guck mal, da unten kommt dann später die Brücke an, die zur Dolby Beta rübergeht. Die geht dann einmal so ein bisschen schräg da in die Richtung und dann kannst du dir vorstellen, da steht dann unsere Plattform, die jetzt schon offshore ist. Ja, also wirklich jede Menge Elektrotechnik ja am Ende in der Nordsee. Wie schützt man denn eigentlich die Plattform und auch die ganze Technik vor diesen extremen Wetterverhältnissen? Ja, wir haben eigentlich letztendlich alles innen drin. Das hast du ja gesehen. Wir sind gerade ganz lange durch diesen gelben Kasten durchgelaufen. Und jetzt sind wir wieder draußen. Und alles ist eigentlich innerhalb dieser Stahlhülle drin. Und wir haben innen drin eine sehr gute Klimaanlage, Klimatisierung, die letztendlich dafür sorgt, dass die Luft von draußen gar nicht erst reinkommt, sondern dass wir immer mit Überdruck die Luft nach draußen drücken, wenn irgendwo eine Tür geöffnet wird. Die Plattform selber schützen wir natürlich durch viel Farbe drauf. Du siehst ja, alles ist hier schön gelb. Unter der gelben Farbe sind aber noch mal drei andere Schichten an Farbe drunter, die im Wesentlichen einfach davor schützen sollen, dass uns das Ganze hier, wenn es offshore ist, anfängt zu rosten, sodass wir hier nicht gleich nach einem halben Jahr wieder anfangen müssen, mit der Farbe rumzurennen. Ja, also für mich sieht die Plattform schon ziemlich fertig aus. Wird sie denn dieses Jahr noch installiert? Das ist unser Plan, genau. Wir wollen jetzt hier noch 2 bis 3 Monate weiter Commissioning machen, das heißt alles final in Betrieb setzen, um am Ende halt die Arbeit, die wir offshore zu tun haben, so gering wie möglich zu halten. Und dann geht's übers Wasser nach Rotterdam erst, wird in Rotterdam auf das Installationsschiff umgeladen und dann im Spätsommer offshore installiert werden. Du bist jetzt ja schon mehrere Jahre auch an diesem Projekt beteiligt. So, und wenn du jetzt mal zurückblickst auf die Projektphase, wie war das alles so für dich? Ja, an so einem Projekt sind sehr, sehr viele Menschen auch mit beteiligt, die am Ende natürlich in der Mitte auch wieder durch Corona geprägt mal eine Phase hatten, wo wir sehr wenig Kontakt zueinander haben konnten, wo wir sehr viel über Ferne regeln mussten, wo, glaube ich, am Ende jetzt auch jeder froh war, dass wir wieder in den persönlichen Kontakt gehen konnten. Das war halt über lange Zeit jetzt nicht möglich und ich glaube, da gilt allen, die da beteiligt waren, die mitgemacht haben, ein riesengroßer Dank, dass sie das möglich gemacht haben, dass wir hier diese Plattform in dem Zustand jetzt sehen können, wie wir sie gesehen haben heute, dass alles soweit fertig ist, dass wir dieses Jahr pünktlich rausgehen können und pünktlich installieren können. Ja, vielen Dank, Daniel, dass du mich heute so allumfassend durch die Plattform geführt hast und mir alles erklärt hast. Ja, und wenn ihr mehr über das Projekt Dolvin 6 erfahren wollt, dann schaut doch auf unsere Internetseite vorbei. Mein größter Feind, Stufen.